Wegen einer Inzidenz von mehr als 200 stuft die Bundesregierung jetzt auch die Niederlande als Hochinzidenzgebiet ein. Wer ab Dienstag von dort nach Deutschland einreist, muss einen negativen Corona-Test vorweisen können, wie das Robert-Koch-Institut am Mittag bekannt gab. Die Quarantänepflicht von 10 Tagen mit der Möglichkeit, sich nach 5 Tagen mit einem zweiten Test zu befreien, bleibt unverändert bestehen.